Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und es ging wieder weiter mit der D11. Und ich habe jetzt echt lange rumgefrickelt an dem Punkt, dass ich den Kettenspanner hier unterbringe. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben, da haben wir diese kugelgelagerten kleinen Laufrollen unten eingebaut. Die habe ich hier wieder auseinandergeschraubt, denn wir müssen ja jetzt hier die Leiträder einbauen. Und also hier unten waren ja die Laufrollen alle drin. Die habe ich also ausgebaut, habe das wieder auseinandergenommen und habe dann versucht, diese Laufrollen hier unterzubringen. Und auf der hinteren Seite, schauen wir gerade mal, das ist innen. Also wir haben hier hinten und hier ist vorne. Und hinten habe ich gesagt, mache ich das starr rein. Und die habe ich weiß nicht, habe ich das letzte Mal schon gezeigt. Also die habe ich gedreht aus einem Aluklotz und die sind kugelgelagert. Wunderbar. Die werden das reingesteckt. Sind hier auf der hinteren Seite. Wir haben hier Löcher drin, links und rechts. Und da stecke ich die einfach bloß rein. Mache ich aber nachher. Denn ich möchte euch erst das andere Modul zeigen, an dem ich jetzt wirklich lange rumgebastelt habe, bis ich es so hatte, wie ich wollte. Ich habe schon gesagt, ich wollte es so, dass ich es von außen mit einer Schraube einfach aufmachen kann, beziehungsweise verstellen kann, dass es selber sich sperrt. Und der Sigi von der Bruderwerkstatt hat das wunderbar gelöst mit einem kleinen Motor drin, also elektronisch zu verstellen. Und ich war echt so kurz davor, das einfach auch zu machen. Ich fand die Idee so super, aber ich wollte doch was Eigenes entwickeln. Also es wäre jetzt kein Problem, ich könnte auch jetzt noch den Motor mit dran bauen, aber ich fand das irgendwie schade, denn ich wollte es nicht einfach nachbauen. Und wie gesagt, eigentlich hatte ich im Kopf, dass ich eben von vorne eine Schraube habe, an der drehe ich und dann kann ich das Rad rein und raus drehen. Das hier ist das vordere Leitrad und das habe ich jetzt hier eine Aufnahme gefeilt aus Alu. Ich habe versucht, möglichst auch wieder mit einem Stift zu arbeiten hier, damit es nicht mehr zu sehen ist. Dann haben wir hier hinten einen Vierkant und ein Vierkantrohr. Und hier auch die Besonderheit, das ist jetzt, ich hatte ursprünglich das hier vom Baumarkt, wo ich sonst auch immer einkaufen gehe. Und die Maße haben einfach nicht gepasst. Ich habe so viel Spiel drin gehabt und jetzt da habe ich überhaupt kein Spiel. Also, läuft aber butterweich innen drin. Ist also hervorragend. Das heißt, auch wenn jetzt hier Spannung drauf kommt, wenn es nachher hier eingebaut ist und die Kette hier den Druck ausübt. Und zwar die Kette läuft ja hier so nach oben und hier unten rum. Das heißt, auch hier, da wackelt nichts. Das hält jetzt bombenfest. Das Ganze ist wie gesagt selbstsperrend. Wir haben innen drin Gewinde und hier hinten haben wir ein Schneckenrad und ein Zahnrad. Und hier ist die Schraube, die später durch die Karosserie hinausschaut. Das Ganze sieht dann so aus. Ich habe das auch hier schon mal ausgefräst. Hier vorne ein bisschen was weggenommen für die Führung oder für die Halterung. Denn hier kann ich es nicht einfach ins Plastik natürlich reinstecken, sonst könnte ich es nicht mehr bewegen. Und hier durch Platz gemacht, wo die Mechanik reinkommt. Und das hier ausgeschnitten. Und hier habe ich ein bisschen Heißkleber hingepappt. Der klebt hier nicht, sondern der hält eigentlich nur das Vierkantrohr ein bisschen in Position. Es kommt kein Druck auf das Ganze. Denn der ganze Druck ist, dieses vordere Teil drückt hier hinten gegen dieses hintere Teil. Und in diesem hinteren Teil ist auch ein Kugellager drin. Das heißt, auch wenn jetzt hier richtig Spannung drauf kommt, lässt sich die Schnecke ganz leicht drehen. Läuft also alles sehr geschmeidig. Das Ganze wird hier eingesetzt. Und jetzt seht ihr, wie das Ganze hier drin sitzt. Hier ist der Heißkleber, der hält im Endeffekt nur dieses Vierkantrohr in Position. Das kann normal eh nirgendwo hin, denn es ist ja genauso rausgefräst. Und ich bin jetzt schon ganz herinnen. Und ich kann jetzt von der Seite hier auch einfach eine Schraube reindrehen. Das ist die Sichtseite hier übrigens, die äußere. So, und dann bauen wir das Ganze auch schon zusammen. Also so hält das Ganze jetzt auch schon.
ist also hier, das hintere Stück ist festgeschraubt mit dieser einen Schraube und kommt auch von der anderen Seite nochmal reingeschraubt. Das heißt, ich habe hier links und rechts die Befestigung im Rahmen und das ganze Ding steht auch links und rechts innen drin an. Das kann also nirgendwo hin. Und ihr seht, das hier ist, das ist sehr angepasst, auch hier ist eine kleine Kante drin, hier oben. Sieht man das auch im Video? Hier. Es kann nicht hier, genau hier. Es kann also auch nicht nach hinten rutschen. Das haben wir auf beiden Seiten. Und das heißt, auch wenn jetzt hier der Druck drauf kommt, zum einen haben wir die Schrauben, zum anderen eben das Plastik selber. Das Teil kann nicht weg. Ja. Genau. Das läuft also jetzt hier drinnen. Und jetzt müssen wir die andere Seite nur noch hinschrauben. Das hier, wie gesagt, stecken wir nur hinten rein. In die vorhandene Aufnahme. Es ist auch kugelgelagert. Das heißt, ich kann das fest im Rahmen festmachen. Die Welle bleibt also starr und nur das Rad dreht sich mit den Kugellagern. Ich stecke mal hier die ganzen Laufrollen nochmal drauf. Wenn sie denn wollen. So, und dann schauen wir, dass wir das Ganze zusammenbekommen. Das hier oben habe ich übrigens noch nicht neu gemacht, denn ich wollte ja erst gucken, ob ich das brauche und inwieweit ich es brauche. So. Ah, schaut schon mal sehr gut aus. Na. Schauen wir mal hinten schon mal gut zusammen. Ich schraube es jetzt von der Innenseite auch nochmal fest. Diese Schraube, die geht also jetzt wieder da, wo in dieses Bauteil, wo das Schneckenrad sitzt. Und wir schrauben die ganzen Laufrollen wieder an. Denn die halten ja im Endeffekt auch dann das ganze Schiff zusammen. Na, ach, wir sind wieder an der Stelle, wo ich mit dem Schrauber nicht hinkomme. So, also, so sieht das Ganze jetzt aus. Die hier ist fest, das ist die hintere. Dann haben wir die ganzen Laufrollen, alles kugel gelagert. Ich liebe es, Kugel zu lagern. Alles wird kugel gelagert, auch wenn es sich nicht bewegt. Können wir einfach mal ein Kugellager einbauen. Und eben das vordere. Und jetzt seht ihr hier, wir sind jetzt hier so weit versteckt, dass man dieses Metallteil, diese Halterung, nicht sieht. Das heißt, ich bin auf der gleichen Höhe jetzt mit der Schraube, hier, wie die normale Führung wäre. Und wenn jetzt die Kette dann drauf ist, kann ich sagen, okay, ich drehe das Ganze noch weiter nach draußen. Und jetzt schauen wir mal. Hier, ich kann mit dem Schraubenzieher nochmal fein justieren. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte euch jetzt natürlich ein bisschen Weg zeigen, dann drehe ich mir einen Wolf, denn wir gehen jetzt hier von einer Schnecke auf ein Zahnrad, welches wiederum ein Gewinde antreibt. Also das heißt, zweimal untersetzt, übersetzt. Keine Ahnung. Ich glaube, selbst dieses Teil ist zu langsam. Wir brauchen etwas Schnelleres. Ich habe es jetzt einfach mal ein bisschen rausgedreht, damit ihr das seht. Und jetzt sind wir hier nicht mehr bündig mit der... Was ist denn das für ein Gefuddel hier? So, sind wir hier nicht mehr auf einer Linie mit diesem, mit der Originalaufnahme von der Welle, sondern wir sind jetzt hier deutlich nach vorne gefahren. Ein gutes Stück. Ich habe hier einen Weg von knappen 2 cm, die ich hier noch rein und raus fahren kann. Die werde ich nicht brauchen, denn so lange sind die Kettenglieder nicht. Sondern ich spanne es ja... schon relativ stramm dann drüber, so ist der Plan. Ich spanne es relativ stramm drüber und mache dann nur noch den Rest, dass es eben passt. Ne? Und jetzt seht ihr auch hier, das ist fest, das zieht sich hier dann dagegen. Es ist gesperrt
Und wenn ich sage, ich fahre jetzt und merke, hoppla, die Kette muss man nachspannen, dann muss ich nicht alles zerlegen oder muss jetzt hier irgendwie umeinander bauen. Vor allem behalte ich auch garantiert die Flucht, denn wenn ich jetzt so einen Mechanismus habe, wo ich zum Beispiel so eine Schraube zum Festziehen habe, A, lockert sich es natürlich mit der Zeit und B, habe ich dann unter Umständen vielleicht das Problem, dass ich nicht mehr in der Flucht von der Kette bin. Hier drehe ich das ganze Ding einfach wirklich parallel rein und raus. Ja. Jetzt drehen wir es gerade mal wieder ein Stück rein. Also ihr seht, jetzt sind wir wieder relativ bündig. Die Aluteile sind verschwunden. Und so wird das Ganze jetzt dann auch mal eingebaut. Wie gesagt, hier oben warte ich mal ab, das Teil hat es gleich gedreht. Ich habe das Alu auch da im Endeffekt, dann wird das ausgetauscht. Das ist alles kein Hexenwerk mehr. Und ich werde jetzt das zweite Schiff noch fertig machen. Und dann werden wir das Ganze mal zusammenschrauben und dann gucke ich, dass ich mal provisorisch die Fernbedienung und einen Fahrregler, beziehungsweise zwei Fahrregler und den V-Mischer hier aktiviert bekomme. Und wir endlich mal eine Runde drehen können, damit ich sehe, läuft das alles, funktioniert das alles so, wie ich mir das geplant habe. Denn momentan ist alles noch wahnsinnig theoretisch. Habe ich alles so im Kopf gehabt, habe ich mir ausgedacht, dass das so hoffentlich funktioniert. Ob es denn so ist und ob auch die Kräfte überall so verteilt werden, wie ich das haben möchte, das sehe ich dann, wenn die ersten Runden gedreht sind. An dieser Stelle muss ich mich jetzt einmal ganz kurz selbst unterbrechen, denn bevor ich mich eigentlich in dem anderen Video verabschiede, möchte ich euch das noch zeigen. Habe mich dazu entschieden, es gibt kein ganzes Video, wie ich hier im Keller spazieren fahre. Und ja, ich habe das andere Schiff montiert. Hier ist die Kette auch schon drauf, ist auch schon gespannt. Ich habe einen Satz Kabel, zwei Regler, Empfänger, BEC und so weiter einmal hier ins Modell geworfen. Und ich habe das andere hier auf der Seite auch schon festgemacht. So sieht das Ganze jetzt von unten aus. Heißt also, das sitzt schon. Hier haben wir wieder die Aufnahmepunkte. Und hier haben wir schön unsere ganzen Rollen. Und jetzt ziehen wir einmal die Kette auf. Und ich bin jetzt hier ganz drinnen auf dem Originalmaß. Die Kette hat auch die Originallänge noch. Also die ist noch genau so, wie ich sie runtergebaut hatte. Ich habe sie weder verlängert noch gekürzt. Und jetzt ziehen wir das Ganze einmal drauf. Und das geht jetzt super locker, weil ich bin ja ganz drinnen mit meinem Leitrad. Und wenn ich es irgendwann mal zusammengeklickt kriege. Na? Jetzt, so, man sieht schon, das war genau das Problem. Und im Original, beziehungsweise im Original-Bruder-Modell, also nicht im Original Cut D11, sondern im Original-Bruder, ist die auch wirklich locker, damit man das leicht schieben kann. Wenn die da gespannt wäre, dann könnte ich das wahrscheinlich wesentlich schwerer nur irgendwie über den Teppich schieben als Kind. Was allerdings dann hier das Problem einfach darstellt, dass jetzt hier alle Bot die Kette drüber springen würde. Also ihr seht, bringt mir gar nichts. Das heißt, ich muss die jetzt auch nachspannen. Kann ich natürlich in der Feineinstellung mit einem normalen Schraubenzieher machen. Nachdem hier aber noch ein bisschen Weg vor uns ist, machen wir das mit dem Schraubenzieher. Ich muss gerade mal schauen, damit ihr das irgendwie auch seht, wie das ganze Ding jetzt hier nach vorne wandert. Machen wir mal so, oder? So, seht ihr gar nichts, aber das haben wir gleich. Wir drehen jetzt hier und jetzt seht ihr hier, wie das Metallteil auch nach vorne fährt und wie die Kette langsam immer fester gespannt wird. So. Ja, ich glaube, ich lasse es jetzt mal so. Also, so bin ich jetzt echt zufrieden. Ich habe hier kein Spiel mehr. Ne, da seid ihr auch nicht. Ich kann es immer noch lockerer machen. Das war ja genau der Punkt, dass ich sage, wenn ich irgendwo auf der Baustelle bin, dann will ich nicht immer irgendwie das ganze Ding zerlegen oder da rumbasteln, sondern ich kann hier einfach hergehen und kann sagen, ich stelle das jetzt hier nochmal nach. Natürlich, wenn ich jetzt relativ viel nachstellen muss,
drehe ich mir hier unter Umständen wirklich einen Wolf mit einem normalen Schraubenzieher. Aber so Feinjustierung, dass ich sage, okay, oh, jetzt ist er arg straff, kann ich dann nachstellen, hat auch vor allem die Bewandtnis, dass unter Umständen sich natürlich irgendwann mal Material auf den Laufrädern oder auf den Leiträdern aufbaut, was die Kette ja nachspannt. Das heißt, sobald da natürlich mehr Dreck drin ist, wird der Platz weniger und die Kette spannt sich nach und dann kann es natürlich sein, beziehungsweise ist das Risiko natürlich höher, dass sie auch reißt. Das heißt, dann kann ich sie auch lockerer machen. Ja. So, jetzt ist auf beiden Seiten gespannt. Gespannt wie ich. Und Fernbedienung haben wir natürlich auch. Und dann hauen wir hier einmal den Akku mit hinein. Wenn ich meinen Armstecker finde. So. Ist jetzt natürlich absolutes Provisorium. Brauchen wir nicht reden. Hauptsache das Ding bewegt sich. So. Und ich habe einen V-Mischer wieder programmiert. Ich drehe sie gerade mal so rum. Dann sieht man beide Ketten. Also da ist jetzt kein Bauteil drin, sondern das ist jetzt über die Fernbedienung programmiert. Das heißt, ich kann mit einem Joystick vorfahren. Ich kann dann nach rechts fahren, dann drehen eine vor, eine zurück. Ich kann aber auch sagen, ich will langsam, also eine Kurve fahren oder in Halbzeit, dann drehe ich nur eine Kette. Und jetzt kommen wir gleich zu einem Punkt, weil ihr es sofort hören werdet. Ich habe hier schon länger ein Problem, dass dieser eine Motor vom Spanier leider Gottes etwas komische Geräusche macht. Ich habe gehofft, dass ich das Ganze beheben kann, bevor wir hier an diesem Punkt ankommen und wir das in einem Video haben. Aber durch das ganze Fremborium, das wir hier gerade haben, in Europa bzw. in der Welt natürlich auch, ich habe noch keine Rückmeldung. Ich habe also weder eine Rückmeldung noch einen neuen Motor bekommen. Ich weiß es nicht, wie es hier weitergeht. Ich weiß auch nicht, wie lange der das jetzt mitmacht. Also ich bin eigentlich darauf gefasst, dass ich nach den ersten Einsätzen, wenn ich jetzt wirklich den so drin lasse, den so oder so austauschen muss. Und aber da stehe ich noch in Kontakt mit denen. Also in Kontakt ist gut. Ich schreibe denen, sie schreiben mir nicht. Und dann schauen wir einfach, dass wir da irgendwie eine Lösung finden. Jetzt hört ihr es gleich. Und zwar in eine Richtung klingt der super. Wir schauen mal. Also nach vorne klingt der grauenvoll. Während danach in die andere Richtung super klingt. Wenn einer von euch da draußen Ahnung von Motoren hat und weiß, woran es liegt, kann mir gerne Bescheid geben. Ich habe schon mal alle Schrauben weggemacht. Ich habe auch schon mal das Getriebe auseinandergenommen. Ich schätze, dass es an einem Anker liegt. Denn selbst wenn ich den Motor blank ohne irgendwas laufen lasse, habe ich genau dieses Phänomen. Aber vielleicht hat einer eine Idee, wie ich das wegbekomme. Wäre natürlich super. Vielleicht ist es bloß eine ganz Kleinigkeit. Ich, keine Ahnung. Also, nichtsdestotrotz. Er fährt natürlich, er bewegt sich und dann lassen wir ihn einmal hier über den Tisch rotteln, damit ihr auch die Geschwindigkeit mal seht. Ist super. Finde ich absolut stressfrei und ich habe mal versucht, ihn anzuhalten, ich schaffe es nicht. Also mit der bloßen Hand halte ich ihn nicht fest, also am Motor. Wenn ich ihn so packe, das schaffe ich noch. So viel Kraft habe ich noch. So. Also der hört auch nicht auf. Weil ich ihn gerade so schön in der Hand habe, beziehungsweise gerade meine Hand darunter hatte, das Ding hat mittlerweile auch ein ganz schönes Gewicht. Durch das, dass wir hier Haufen Kugellager haben, die ganzen Drehteile haben, Messingteile haben. Aluminium ist leicht, aber im Verhältnis zu Plastik natürlich doch schwer. Ich habe mal meine kleine Waage mitgebracht. Schauen wir mal. Und dann stellen wir das, was mir absolut gefällt, dass das so ein kleiner, kompakter Klotz ist. Das ist der Wahnsinn. Ist super. 2,65. Also über 2,5 Kilo haben wir jetzt schon auf der Waage. Und wir sind erst beim Antrieb. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass jetzt hier noch technisch wahnsinnig viel Gewicht dazu kommt. Deswegen geht es im Endeffekt jetzt auch in den nächsten Schritten wie folgt weiter. Also ich wollte es noch unten zeigen schnell. Wobei es völlig uninteressant wäre, wenn, wenn alles verdeckt ist. Ich werde hier unten Blei reinlegen. Ich habe so eine Zahl im Kopf. Ich will Richtung 10 Kilo gehen, damit ich hier richtig Druck drauf kriege. Und das erklärt natürlich auch, warum ich hier wahnsinnig viele Verstrebungen drin habe, beziehungsweise das so stabiler bauen wollte. Das wird also innen drin ausgebleit. Dann weiß ich nicht, ich würde gerne mit dem Schild anfangen.
Heck auf Reißer wäre aber vielleicht cleverer, denn ich muss wahrscheinlich die Motoren dafür wieder auseinanderbauen oder rausnehmen, damit ich das hinten anbauen kann. Weiß ich aber noch nicht, habe aber momentan absolut keinen Bock auf Heckaufreißer. Deswegen wird dieses absurd große Schild und deren Ansteuerung wird das nächste Projekt. Damit geht es dann auch weiter. Ich guck mal, wie ich da zu Rande komme. Ihr seht, im Prototypenbau, das dauert alles immer ein bisschen länger. Und ich will ja, dass es richtig gemacht wird und am Ende auch dementsprechend lange hält. Deswegen ja, muss ich mir das mal ausprobieren auch und mal testen. Und dann schauen wir, ob wir das in einem Video unterbringen, was wir zusammen machen oder ob ich es euch nur präsentiere. Das sehen wir dann. Bleibt auf jeden Fall mit dabei, es würde mich freuen und ich halte euch dann auf dem Laufenden und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr unten die Glocke anmacht, dann kriegt ihr auch eine Info, wenn das nächste Video online geht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich.